Weil ich weiß, dass ich morgen keine Zeit haben werde, ein Video zu drehen, stehe ich gerade da um 23 Uhr und drehe das Video für morgen. Das heutige Video ist einer meiner wichtigsten Videos auf diesem Kanal. Es geht nämlich über das Thema Mobbing. Und Mobbing ist ein Riesenthema. Deshalb kann ich etliche Videos darüber drehen, was ich wahrscheinlich auch in der Zukunft drehen werde. Aber dieses Video ist ein sehr, sehr wichtiges Video. Ich war letztens auf TikTok unterwegs, weil ich ehrlich gesagt für mein Format angesagte TikTok-Videos ein paar Videos raussuchen wollte. Dann bin ich auf ein Video gestoßen, was mir den Atem angehalten hat. Warum sage ich das? Es geht um das Thema Depression. Wenn ein Mensch ständig gemobbt wird, ständig unter Druck gesetzt wird, indem gesagt wird, du bist kein guter Mensch, schau mal, wie du aussiehst, schau mal, was du hier machst, du bist für nichts geeignet, dann fängt der Mensch an sich selbst zu verzweifeln. Und das Video, was ich gesehen habe, Freunde, hat genau das beschrieben. Ein kleines armes Mädchen, das ein TikTok-Video hochgeladen hat, vor 3 Tagen erst, wo sie eine Stimme nachahmt, indem die Stimme sagt... Ich habe mir das Video angesehen und dachte mir, okay, 12, 13-jähriges Mädchen, das sowas sagt, okay. Danach habe ich gesehen, es war ein Kommentar unter diesem Video. Ich wollte wissen, wer hat dieses Kommentar verfasst. Und als ich dieses Kommentar gesehen habe, habe ich festgestellt, dass das Video nicht zum Spaß ist. Jeder kann sich jetzt das Bild machen, wie er möchte. Ich lüge euch nicht an. Dieses Mädchen wurde sicherlich sehr oft gemobbt, wurde sicherlich sehr oft unter Druck gesetzt. Man merkt es ihr an, sie kann nicht mehr. Sie ist am Ende. Ich habe absichtlich das Mädchen nicht erkenntlich gemacht, da ich erstens mal nicht einsehe, dass ich sie in einem Video zeigen muss. Es gibt so viele Menschen, die das dann wirklich auch ausnutzen, auf ihren Account draufgehen und dann noch mehr Druck ausüben. Und dieses Mädchen hat mehr als genug. Mobbing kann vieles ausmachen. Wir haben schon zigtausend Nachrichten und Videos gesehen, wo Menschen sich das Leben genommen haben wegen Mobbing. Es ist nichts Leichtes. Das, was ich zufällig auf TikTok heute gesehen habe, das Mädchen tut mir leid. Ich habe natürlich danach versucht, einen Kontakt mit ihr aufzubauen, doch ich weiß ganz genau, es ist schon zu spät und sie ist wahrscheinlich schon am Schlafen. Wenn ich etwas Neues weiß, werde ich euch natürlich auch Bescheid geben. Deshalb abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Die Welt ist grausam mit Menschen, die ein zu großes Herz haben. Nur Menschen, die hier kämpfen und rasieren und das Recht zurückholen und sagen, ich bin hier der Starke, der kann auf dieser Welt kämpfen und überleben. Aber arme Menschen, Menschen mit großen Herzen, die sagen, okay, kein Problem, passt schon, die werden zugrunde getreten. Kaputt gemacht. Keiner juckt sich für die. Dieses Video geht an euch. Ihr seid die wahren Helden. Ihr seid die Vorbilder auf dieser Welt. So ein großes Herz haben. Dieses Mädchen, wenn ich ihr sagen würde, darf ich das von dir haben, darf ich das von dir haben, wird sie mir alles geben von ihr. Und deshalb wird sie die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Jeder kommt von links und rechts und beleidigt sie. Und sie, weil sie so ein großes Herz hat, nimmt sie alles persönlich. Ich weiß nicht, wie die Resonanz auf diesem Video sein wird. Ich weiß nicht, was ihr dann auch kommentiert. Ich bin resistenter als dieses Mädchen, aber mir geht es um dieses Mädchen. Mir geht es um diese Menschen, die so sind. Mir ist es wurscht, wie viele Leute da unten kommentieren und mich beleidigen oder über mich reden. Mich juckt's doch nicht. Aber dieses Mädchen ist nicht so resistent wie ich. Sie nimmt alles persönlich. Das war's.